Den kann er nicht schießen. Er ist zu weit weg. Okay, dann geh noch einen Schritt vor. Jetzt aber kannst du ihm aufs Maul hauen. Jawohl. Weil der wird von... Na gut, den können wir auch gleich... Zack, Nahkampf. Das zieht. Wie gesagt, ihr habt es gesehen, man kann auch super leveln. Da hinten ist nur der einzige, was ich so sehe, der noch da ist. Ansonsten sieht es jetzt hier sauber aus. Da hinten weiß ich es noch nicht. Aber sonst geht's. Aber der hier, der wird jetzt ein bisschen abkriegen. Das sage ich euch, Leute. Der wird ein bisschen abkriegen noch. Jawohl. Ah, es wird schon eng bei ihm, aber der wird jetzt den da umnieten und dann hat sie das Ganze. So, das war der letzte. Unser tapferer Bro. Wie daneben, trifft doch mal. So, das haben wir erledigt. Jetzt gehen wir da rauf und dann haben wir da eigentlich den Abschnitt schon gemacht. Jetzt wird das letzte Nest hier vergiftet, sieht's cool aus hier. Total vernebelt, ja. Hauen wir eine Gasgranate rein und Ruhe ist im Karton. So, runter mit dem Gas. Zack, alles eingenebelte. Mistviecher vergast. Mission accomplished. Oh, so. Dann haben wir hier was. Vergifte Biomassen. Erreiche die Kammermauern. So, wir müssen praktisch abhauen auch noch. Klar. Können wir auch gleich machen. Man kann mit allen gleichzeitig... Oh, was ist mit dem da? Da ist noch einer. Da muss man ein bisschen aufpassen. Besonders mit dem, weil der ist schon ein bisschen vorbelastet. So, jetzt zeige ich euch das mal. Das bedeutet so eine Art Wachstatus. Ich gebe das einfach mal hin, drück drauf, dann sucht man sich ein Ziel. Ich gebe jetzt das hier an. Und jetzt bewacht er diese Felder. Kommt während des gegnerischen Zugs irgendwas in dieses Feld, beschießt er das, bis die APs verbraucht sind. Also durchaus nützlich auf Deutsch gesagt. Du kannst nur einen Schritt vorwärts machen. Und das sehen wir uns jetzt gleich an, weil der wird sicher da reinlaufen, das sage ich euch. Und dann seht ihr, wie das funktioniert auch. Ah nee, der ist Fernkämpfer, der rennt nicht rein, okay. Aber wenigstens geht er nicht auf den, der hat schon weniger Leben. Wie der da, der hat auch eine gute Rüstung, so wie das ausschaut. Der trifft nichts, das ist natürlich cool. Den werden wir noch umnieten. Sehe, jetzt ist er reingerannt. Jawohl, ihr seht's. Nice one, das war ein Nahkämpfer, da ist auch offensichtlich noch einer. Was mir eh nicht so passt, aber okay. Da ist auch noch einer. So, wir werden jetzt hier mal unseren Extraktionspunkt säubern, sozusagen. Das hier mal... Oh, wie viele sind denn hier noch, Alter? Kann man mal aufräumen hier, das geht doch gar nicht. Hier stinkt's nach Aliens. So, geh mal weg, Alien-Leiche, damit ich hier... Oh. Wieso habe ich die vorher nicht gesehen? Das irritiert mich jetzt ein bisschen. Nehmen wir den, weil der steht direkt vor meiner Nase. Der wird sonst ganz böse nachher. Ah, nein. Der hat überlebt. So eine Scheiße, Leute. So eine Scheiße. Ich glaube, darüber kann ich nicht schießen, aber ich werde es mal probieren. Nee, geht nicht. Gut, der hat viel Leben. Die haben alle viel Leben, das geht. Dem würde ich es jetzt nicht mehr raten, dass er sich so ein... Nahkampf gönnt, aber ansonsten ist okay. Der muss eh nachlatschen hier sozusagen. Und der Gegner ist dran. So, der gibt noch... Wow, der haut aber gut rein. Schaut euch das an. Wow. Das wird knapp, wenn der da... Oh, shit, Leute. Jetzt haben wir ein Problem. Der wird wahrscheinlich sogar draufgehen hier, wenn er jetzt nicht misst. Fuck! Wir haben einen Mann verloren. Kommt vor. So, dafür wird dieser Erlin jetzt büßen. Jetzt bin ich nämlich stinksauer. So, die glauben, die sind witzig, ja, wir zeigen denen jetzt, wie witzig wir sind. Bam, so schaut's aus. So, und dann gehen wir hier rüber noch. Genau, Nahkampfattacke, weil die ist schön fett, die haut rein. Es ärgert mich jetzt nur, dass wir den Mann verloren haben, aber ja, was soll's, Leute, da kann man nichts machen, das kommt halt vor. So, du gehst hier hin. Und du gehst dann da oben, ne, du bewegst dich ein bisschen... chilliger, ne, mit deiner fetten Kanone. Schade. Wir hatten 5 Leute. Normal hat man nur 4. Ich glaube, das liegt an diesem Intro-Missionsdings hier. Ja. Ja, das ist ja noch so ein bisschen der Prolog. So, jetzt müssen wir einen Gegner wieder einen Zug machen lassen, aber es sind natürlich keine Gegner mehr da. Darum sind wir sofort wieder dran. Also turn-based, kann man sagen. Ja. So, rein da jetzt. Und wir haben das Ziel erreicht. Yeah!
Schade, dass einer drauf ging, aber kommt halt mal vor. Sieg. Wunderbar. So, jetzt kriegen wir XP und die können wir dann upgraden und so weiter. Aber wir kriegen sogar ordentlich XP, muss ich sagen. So, wie upgrade ich die jetzt? Besiegt. Okay, der wurde besiegt. Das ist ein Scheiß. Das ist ein Scheiß, aber wie gesagt, das kommt halt vor. Ne? So, Mission erfüllt. Du hast 20 irgendwas erhalten. Oh, ich krieg eine Karte. Cool, da kann ich was freischalten. Oh, da kann ich Waffen freischalten und so. Das ist natürlich interessant. Jo, da sind wir dabei. Wunderbar. Halte sie auf Distanz. Das ist natürlich eine Idee, dass man Gegner auf Distanz hält. So, was habe ich jetzt hier? Pakete öffnen. Ich gehe da mal drauf. Paket kaufen für 100. Gut, das kann ich mir nicht leisten. Ich habe nur 20. Interessant. Warte mal, Paket öffnen. Ja, das gehört mir schon, oder wie? Tipp das mal. Ah, das gehört mir. Das habe ich schon gekriegt. So, was kriege ich jetzt Schönes? Cool. Ich kriege ein Powerschwert. Ich kriege einen Veteranen. Jawohl, wir kriegen auch Leute. Und wir kriegen einen Raketenlauncher. So, was ist das hier? Stufen zeigen die Seltenheit eines Space Marines oder des Ausrüstungsteils an. Im Allgemeinen Ausrüstungsteile. Was? Im Allgemeinen sind Ausrüstungsteile höhere Stufen wirkungsvoller. Das leuchtet ein. Space Marines, höhere Stufen haben mehr Potenzial. Also, grau. Nicht so gut. Gelb. Okay. Und lila. Nice. Oh. So. Das ist dann Stufe 2. Das kann man sich jetzt anschauen, die kann ich dann natürlich, wie sagt man da, einsetzen und so. Also, wenn ihr Leute verliert, die müsst ihr halt ersetzen. Ich kann jetzt nichts mehr kaufen, darum gehe ich zurück. Was haben wir noch? Inventar, Codex, Space Marines. So, da haben wir unsere 5 wieder. So, die sind aufgestiegen. Wie level ich die jetzt hier? So, Gesundheit 200. Genauigkeit 10, Crit 2. Wenn der jetzt aufsteigt, was ist dann? Ah, da kann ich mal was aussuchen. So, das ist super. Was nehme ich da? Mehr Gesundheit, mehr Genauigkeit, mehr Crit. Ich nehme mal Gesundheit. Gesundheit ist immer gut. Jo, hier sind die XP. Ah, da kann man mehrmals was auswählen. Das ist supi-dupi. Gut, dann geben wir ihm noch mehr Gesundheit. Das wird jetzt unser Über drüber. Ich gehe mal auf Gesundheit, Leute. Der hat schon mehrmals gelevelt hier. Also am Anfang geht das lucky zacki. So, jetzt habe ich nicht mehr genug XP. Okay. Das freischalten. Achso, das kostet XP. Okay, okay, okay. Jo, also ihr seht, wir haben da einiges vor. Kostet 2000. Was kostet das? Ich schau mal so ein bisschen durch. Und das da oben kostet 5000. Das ist ein teurer Spaß. So, was kann man hier nur machen? 81 bis 91, das ist so. Wow, Rocket Launch. Schauen wir uns den mal an. Richtet 500 benachbarte Einheiten an. Ich nehme das jetzt einfach mal. Ja, der wird jetzt ausgerüstet, einfach mit dem hier. So, der ist neu hier. Da kann ich nichts upgraden. Wir werden den Rest jetzt upgraden. Die werden dann halt immer stärker mit der Zeit. Was natürlich supi-dupi ist. So, komm. Du kriegst Leben. Leben, Leben, Leben. Ich gehe mal vorläufig auf Leben, Leute. So, das kann man nicht mehr leisten. So, du kriegst auch mehr Leben. Denn mehr Leben heißt, sie gehen nicht so schnell down. Ja, da kann man damit arbeiten. Wenn die zusammenstehen, ich sag mal so, zusammen ist man stärker. Ja, das ist nicht nur ein Spruch, das ist auch so. Also alle auf einen und so weiter. Das sind so die Sprüche, aber das funktioniert auch. Darum viel Leben, dann geht man nämlich nicht so schnell down. Das sollte gut hinhauen. Ich nehme jetzt mal wirklich Leben, Leben, Leben. So, das geht sich eh nicht mehr aus. Du hast nicht so viel gelevelt, du warst ein bisschen ein Fäulchen. Jo, und da haben wir einen neuen. Zumindest glaube ich, das ist der neue. Ah, da kann man scrollen, okay. Jo, wir haben 6 Leute und da sucht man sich halt aus, wenn man will. Das ist der neue da, der Zweier. Jo, wie auch immer. Space Marines, Inventar. Das sind unsere ganzen Waffen, was wir hier anscheinend haben. So besondere haben wir noch nicht. Aber zumindest ein Powerschwert Level 2. Das könnte ich dem einen eigentlich ausrüsten. Why not? Wo ist er denn? Dieser Nahkämpfer, wer ist denn das? Der da, oder? Ja, ja, der ist das. So, schauen wir mal, vielleicht kann ich das dem geben. 101 bis 123, das ist natürlich weit besser. Darum nehmen wir das auch, ne?
So, was hat er jetzt? Jetzt muss man mal nachschauen. Du hast jetzt Schaden 20 bis 24. Welcher ist denn das? Der da. Das hat er. Und dann können wir wechseln auf das oder die gute. Wir nehmen die Zweier dann schon. Ja. Also, da haben wir eine schöne Waffe gekriegt. Können wir dem vielleicht auch noch eine bessere geben? Ich glaube, das hier haben wir. 27 bis... Nee, da geben wir dem natürlich auch die Zweier. Ne? Der soll mehr reinfetzen. Wir werden die alle jetzt ein bisschen ausrüsten hier. Der hat seinen Raketenwerfer, das passt. Und du? Was kriegst du? Du kriegst auch die Meisterding. Ne? Hat mehr Damage, also warum denn nicht? Die nehmen wir. Somit mit diesem Plasma... Pff, ja, dann nehme ich lieber die da. Scheiß drauf, Leute. Plasma ist jetzt nicht so der Burner. So, was hast du? Du hast den fetten Bolter. Dann gibt es aber auch nur eine Nummer. Na, eine Nummer besser. Eigentlich sind die alle gleich. Lass mal den. Und dann würde ich sagen, wir gehen zu unserem Feldzug. Jetzt sind wir wieder da. Das ist jetzt Akt 1. Kann man da nicht zurück? Nö. Ich dachte eigentlich, das ist der Prolog. Aber das war dann schon Akt 1 irgendwie. Irgendwie haben wir den jetzt übersprungen. Es tut mir insofern auch leid, aber das Spiel ist klickmäßig ein bisschen schwierig zu handeln. Also ihr seht es ja, ne? Ungut, 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 aber egal. Wir gehen auf die nächste Mission. So, wähle dein Team. Ah, das Team steht eh schon fest, so wie es ausschaut. Dann gehen wir da rein und werden die Bude aufmischen. Brothers, you have been detected. Tyranid forces are massing toward your position. Set bombs, break through the enemy and find a way out of this chamber. So, jetzt haben wir das vergast. Mal schauen. Verteidige die Bomben 9 Züge lang. Ja, also jetzt haben wir eine Death-Mission. Das sind die Bomben. Und ich mag das nicht, weil da kommt kein Gegner, ja. Sondern wir drehen einmal die Kamera hier ein bisschen um, damit wir mal was sehen hier. Beziehungsweise, scheiße. Das ist ein bisschen ungut hier auch, dieser Stein. So, wir sollen deffen. So, dann deffen wir. Also, ich gehe mal hier in Posi. Was ist das da? Oh, das ist so eine Art Plasmaladung wahrscheinlich. Aber wir nehmen das hier und lassen ihn darauf deffen. Das heißt, alles, was hier irgendwo reingeht, dann schießt er schön drauf. Das passt. So. Du. Du gehst hier hin. Der hat einen schweren Bolter. Und du wirst darauf deffen. Hat das jetzt funktioniert? Nö. Hallo? Wo geht denn das, ne? Ah, hat wahrscheinlich nicht genug AP. Okay. Das ist schlecht, aber naja. So, du gehst dahin. Und du wirst da rauf dürfen. Das geht auch nicht. Wieso geht das nicht? Oh, jetzt geht's komisch. Wieso geht denn das nicht? Hat wahrscheinlich zu wenig AP oder so, Leute. Das kann ja hinkommen. So, in der nächsten Runde kann er es hoffentlich machen. Und du gehst da rüber und wirst nachher da deffen. Also, da lassen wir nichts durch. Ich hoffe, das haut so weit hin. Dem kann ich das nicht mehr geben, weil der hat keine AP mehr. Gut, Feinde sehe ich keine mehr noch, die werden erst kommen. Das heißt, ich hoffe jetzt nicht, dass ich sofort überrannt werde. Denke ich aber nicht, die werden schon anrücken. Oh, die kommen da raus. Okay, ihr seht, das funktioniert super mit dem Autoangriff. Der da hinten, der zieht ihm auch noch eine rein. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden haben die halt mehr Leben und sind Elite-Kämpfer und sowas. Wir spielen das mal auf normal jetzt. So, den lasse ich jetzt ein Stück. Ja, die Frage ist, kommen die hier auch raus? Das wäre jetzt blöd. So, dann lassen wir den jetzt mal dahin. Der defft jetzt dieses Gebiet. Den lassen wir dieses Gebiet deffen. So, wir lassen die einfach mal deffen. Den schießen wir jetzt direkt einfach ab. Den Rest lassen wir wieder deffen, falls was kommt. Und du, ja, das ist so eine Sache, warte mal. Du gehst hier hin, ein bisschen vor lassen wir den. Und der soll auch da deffen. Ups, komm. So, darüber. Der defft jetzt aber nur das hier, aber okay. So,
lass mal den Gegner mal. 9 Runden sollen wir überleben. Ihr seht's, da macht's gleich Wumps in der Bude. Das geht natürlich auf die AP hier. Oh, jetzt kommt er vor unserer Nase. Also hier hinten kommen auch welche raus. Das ist ein bisschen ungut. Das habe ich jetzt nicht berechnet. Die sind nämlich vor unserer Nase jetzt. Das finde ich jetzt nicht so toll. Aber, ja, kann ich nichts machen. Aber ich werde ihn jetzt umnieten einfach. Du, da, boom. So, dann würde ich sagen, ich gehe hier hin. Und wir werden einfach das hier defen. So, das geht natürlich nicht. Das ist jetzt blöd. Kannst du nicht einfach umdrehen? Nee, kannst du nicht. Gut, dann, wie machen wir das? Weil hier gefällt es mir nicht. Wenn der könnte vor unserer Nase raus. So, dann machen wir das so. Genau. So funktioniert das. Wir müssen ja einfach nur die Bomben deffen. Da hinten sind eh keine Bomben, oder? Nee, es sind nur diese beiden hinter uns. Ja, das müssen wir sprengen, dass wir durch können. Und dann wird hier einfach mal gedefft und fertig. Ja. Du deffst hier und du schießt den jetzt mal schön gemütlich ab. Und dann wirst du hier deffen. Ja, ich werde viel mit Deffen arbeiten. Das ist ja unsere Aufgabe, Deffen. Und der steht jetzt ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, aber okay, so, die schießen den. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss!